Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit den Menschen. Ah ja, wir müssen noch ein paar Schlachten schlagen. Na gut, einmal Dol Guldur, das machen wir jetzt gleich. Sollte machbar sein. Ich muss ja nur durchs Tor durch und dann alles kaputt rennen. Genau. Und der Düsterwald, der wird knifflig. Vielleicht verliere ich den sogar, aber mal gucken. Der Rest passt dann schon. Ich finde es krass, dass das Projekt plötzlich doch so einfach geworden ist. Nachdem es vorher doch recht anspruchsvoll war. Aber ja, genau. Also da, ja, knifflige Geschichte, ne? Ja, vielleicht. Genau. Gut. Ich kann ja schon mal versuchen, Stuff zu bauen. Das muss der Feind sein, genau. So, das Tor ist zu. Bringt herzlich wenig. Das gefällt mir da gar nicht. So, und Konterfeuern. Gut. Meine Maus spackt ab, okay, auch interessant. Ja, ihr könnt gerne alle das Tor da angreifen. So. Gut. Okay. Rein da. Rein da. So. Alles nicht so einfach hier, ne? Aha, ein Baumeister ist gefallen, auch interessant. Das Katapult würde ich gerne behalten. Ich glaube, das schiebe ich jetzt zurück. Das passt ja. Okay, ich verliere hier doch irgendwie alles. Das ist nicht gut. Wenn ich alles verliere, dann kann ich auch einfach das Spiel normal spielen. Okay. Das braucht's nicht mehr. Haltet eure Stellungen. Gut. Bestraft alle Feinde, Rohan. Reiter, zieht eure Schwerter. Genau, das braucht man noch. Da müssen wir noch kaputt machen. Ja, ja, irgendwo wird's gehen. Hauptsache Geld. So. Ja. Da geht gerade alles kaputt. Gut. Dann hau mal ab. Genau, der haut ab. So. Ich baue jetzt einfach so durch. So. Dann machen wir alles kaputt. Keine Ahnung, wo der angreift, aber. So. Genau.
Ja, ja, überall Spinnen. Okay. Krass. So. Mehr Geld bitte. So. Und weiter geht's. Na, warte mal, wenn ich hier angegriffen werde, muss ich hier natürlich drauf reagieren. So. Es freut, dass die Spinnen Geld geben. Das ist sehr schön. Genau. Genau. Ja, ja, ja. So, die können sich ein bisschen zurückziehen. Wenn wir hier schon mal so... gemacht werden. Ah. Genau. So. Ja, dann rennt's mal da rum. So, da hat's immer noch Spinnen. Das ist natürlich sehr nervig. So. Da müssen wir mal lang. So, machen wir das mal so hier. Hier kann man ein Türmchen hinstellen. Da machen wir mal sowas hin. So. Die Bürde ist sehr schwer, ich weiß. Okay. So. Dauert alles noch, bis ich hier das gewinne? Ich dachte, es geht schneller. Tut's aber nicht. So. Naja. Gut, die Bogenschützen können dahin. Die machen das so. Aha. Nee, dann sollten wir das mal so machen. Okay. Auch sehr interessant. Gut. Genau. Zurück, ihr Kreaturen. Das ist kaputt. Sehr schade. Irgendwo habe ich, glaube ich, einen Baumeister sogar verloren. Gut, ich könnte hier Bogenschützen im Turm tun. Ist gar nicht so schlechte Idee. So. Ja, sowas hier. Und dann irgendwie dahin. Und dann dahin. Genau. Okay, das wird angegriffen. Egal. So. Ja, ja, das schafft er aber schon. Gut, Feuerpfeile bauen, ne? Ritter, ich hatte auch ein paar normale Ritter, glaube ich. So. Ah ne, da müssen wir natürlich hin. Ganz klar. So. Seid wachsam, Männer! In den Tatum angegriffen! Positionen!
Okay. Da holen wir jetzt uns hier noch so ein paar Leute. Genau. Ich find's cool, wie die Musik immer zur Rohan-Musik wechselt, wenn man diese Fähigkeit benutzt. Das ist eigentlich ein echt netter Touch. Tatsächlich hat sich bis auf die ganzen Blöd-Bugs, die man halt hier und da in dem Spiel hat, EA, finde ich, hier wirklich Mühe gegeben mit dem Spiel. Also vor allem mit dem Einser. Mit dem Zweier ja auch. Aber mit dem Einser sieht man es, glaube ich, am ehesten. Da haben sie sich richtig schön Mühe gegeben. Wenn sie das neu auflegen würden, das Spiel. Boah, die würden so viel Kohle machen. Obwohl es eigentlich nur gut ist, jetzt wegen der Community, weil die halt immer noch aktiv ist, moddet, patcht und alles, das ist schon. Na. Aber ja, so ist es halt, ne? So. Wird Zeit für einen Marktplatz. Marktplatz. So. Ah ja. So, rennen wir mal rein. Na, schafft's das noch? Das Geld einnehmen? Sehr schön. Oh. Tja, dann müssen wir hier natürlich was machen, ne? Das geht so nicht. So. Die sind hier. Die auch. Ich renne halt jetzt hier einfach mal rein, ne? Einfach mal reinrennen und ein bisschen Schaden machen. Dann können wir wieder rausrennen. Und gut ist. Hier so ein bisschen seine Ausbildungskapazität. Was mich mal auch interessieren würde, ist, wenn die KI diese Gebäude und Einheiten und alles günstiger bekommt, bekomme ich dann durch Plündern auch weniger Geld, wenn ich das Zeug zerstöre? Das wäre halt ein krasser Nerf. Na? Würde mich mal interessieren. Das müsste man mal ausprobieren. Aber solange es irgendwie Geld gibt, ist es eigentlich voll egal. So, wo? Ah ja. Aha. Na gut. Machen wir hier mal das Tor und alles kaputt. Tschüss. Dann machen wir die Dunkelheit weg. Braucht ja keiner. So, neues Türmchen. So. Genau. Die beiden Fähigkeiten brauche ich. So. Plus 1. Plus 3. Ist nicht so viel an Geld. So, weg damit. So, wie viel Geld gibt's hier? 3. Wie viel macht das? Auch 3. Und das hier? 6. Wow. Also irgendwann macht es keinen großen Sinn mehr, die Gebäude zu bauen, aber ja, das wissen wir schon länger. Ist auch eine interessante Art zu balancen, ne? So, und von 6 geht es jetzt hoch auf 7. Yay! Gut, aber wenn jedes Gehöft plus 1 bringt, dann sind das auch pro Tick 20, 30 Ressourcen mehr. Ja, darf man nicht vergessen. So, nachdem ich nicht weiß, wie viele Reiter und was weiß ich hatte, mache ich jetzt erstmal 4-2. Und dann sehen wir weiter. So. Genau, 4-2. Dann erst alles ausrüsten und dann schauen wir mal. Nein! 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 Oh Gott. Warum? Oh Mann, jetzt hat er das einfach so aufgegeben, den ganzen Scheiße. Okay, na gut, keine Ausrüstung für mich.
Muss ich mal anders machen. Na gut. Das ist ja jetzt doof. Jetzt sind die alle unausgerüstet. Und ich darf nichts behalten, oder wie? Aha. Na toll. Okay, na gut. Ich habe ja irgendwo noch ein paar Reiter. Da sind noch Ritter und Rohirrim. Naja, wird man sehen. Speichern. Episode Ende. Nächste Episode. Und dann, ja, mal schauen. Hey there, thank you for watching. If you'd like to support me, simply hit the thumbs up button. Do you have any wishes, feedback or suggestions? Put them into the comments below. You may also subscribe if you're new to the channel. I wish you a wonderful and stress-free day. Take care. Bye-bye.